Ja, die Trödelmärkte, die hatten wir ja eben schon, die starten wieder. Die vielen Sportler hier bei uns in der Gegend, die warten auf was ganz anderes. Große Wettkämpfe. Klar, da arbeitet man ja auch über Monate darauf hin. Aber natürlich wurde alles abgesagt. Fast alles. Morgen dürfen in Dortmund im Stadion Rote Erde mehr als 800 Leichtathleten endlich wieder auf die Bahn. Daniel Schmitz ist schon mal da. So lange nichts, Daniel. Jetzt geht's wieder los. Die müssen da doch alle mit einem riesen Grinsen auf dem Gesicht rumlaufen, oder? Ja, definitiv, Sandra. Ich werfe mal direkt 5 € ins Phrasenschwein und sage, die Athleten hier, die sind wirklich heiß wie Frittenfett. Ich glaube, Leichtathlet zu sein, ohne Wettkämpfe zu haben, das ist so wie Politiker zu sein, ohne auf eine Wahl hinarbeiten zu können. Jetzt gibt es aber endlich wieder einen großen Wettkampf hier in der altehrwürdigen Roten Erde. Und es sind auch schon ein paar Athleten da, die sich gerade warm laufen, sich natürlich auch schon sehr freuen auf den Wettkampf morgen. Und eine Sprinterin, die morgen mit dabei sein wird und über die 400 Meter antreten wird, die ist jetzt bei mir, Nicole Ickstadt. Wie sehr hast du denn die Wettbewerbe in letzter Zeit vermisst eigentlich? Oh, unglaublich sehr. Das Problem ist irgendwie, wenn man kein wirkliches Ziel vor Augen hat, dann weiter zu trainieren, die Motivation aufzubringen. Aber ich muss wirklich sagen, ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich glaube, es wird morgen wirklich ganz, ganz toll werden. Ja, jetzt sieht man es schon ein bisschen im Hintergrund, es ist auch alles abgesperrt. Das wird vermutlich morgen schon ein etwas komischer Wettkampf, oder? Wie fühlt sich das jetzt gerade hier für dich an? Ja, das denke ich auch tatsächlich. Ich habe so ein bisschen Eindruck, es wird wie so die deutschen Meisterschaften werden mit Callroom. Jeder darf gesondert reingehen. Hat auch was, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man muss ja auch sagen, dass die Gesundheit bei uns allen im Vordergrund steht. Und ich denke, die Auflagen dann zu befolgen, das ist das kleinste Problem. Auf jeden Fall. Wir wünschen dir für morgen viel Erfolg beim Wettkampf auf den 400 Metern. Die sind ja schon sehr, sehr anstrengend. Ja, um diesen Wettkampf hier überhaupt durchführen zu dürfen, da musste der Veranstalter, die LGO Dortmund, wirklich auf viele Kleinigkeiten achten. Wir sehen es hier überall. Es sind Zonen abgesperrt, in denen sich die Athleten nur aufhalten dürfen. Wir haben auch eine Maximalanzahl an Startern, die gleichzeitig auf der Anlage sein dürfen. Und das wichtigste Utensil für morgen. Das sehen wir hier auf dem Tisch, nämlich das Desinfektionsmittel. Ja, es muss wirklich alles desinfiziert werden. Der Diskus, die Kugel, die Startblöcke, die müssen wirklich nach jedem Start, nach jedem Versuch einmal desinfiziert werden. Und der Mann, der morgen darauf achten muss, dass das auch alles mit rechten Dingen zugeht, ist Michael Adel, der Vorsitzende der LGO. Ganz klar. Ja, wie viele Freiwillige werden denn morgen dabei helfen, dass das wirklich alles dann auch klappen kann? Ja, wir werden mehr als 130 Freiwillige haben, die das Ganze unterstützen. Also wenn man das vergleicht mit der 50 bis 60, die man im normalen Wettkampf hat, dann merkt man erstmal, was das für eine Dimension auch angenommen hat. Und wir hoffen, dass alles klappt. Man sieht das ja auch an den ganzen Mitteln, die man wirklich zur Verfügung stellen muss. Wenn man allein so einen Diskus jedes Mal, wenn er geworfen ist, erstmal mit Desinfektionsmittel abreiben muss, dann weiß man, was das bedeutet. Und wenn ich 6 Versuche habe, dann kann ich das hochrechnen bei der Anzahl der Athleten, dass ich also ratzfatz mal 60 Mal das sauber machen muss. Also für jeden Helfer eine echte Herausforderung, vor der er da steht. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend dann, glaube ich, auch für die Helfer. Wie ist das denn mit den Zuschauern? Dürfen denn zumindest die Eltern der Athleten hier auch zuschauen Nur morgen? Ganz begrenzt. Also wir haben überhaupt nur die Möglichkeit, 100 Zuschauer ins Stadion zu lassen. Und das wird eben auch mit Zugangskarten geregelt, sodass also auf keinen Fall mehr hineinkommen. Was aber möglich ist, wir haben einen Livestream auch ab Mittag, sodass man also zumindest mal über den Livestream dann das eine oder andere sich anschauen kann. Aber es ist natürlich schade, sicherlich für viele Eltern, dass sie eben jetzt gerade ihren Kindern dann nicht zuschauen können. Aber irgendwo muss man dann auch Kompromisse machen. Okay, dann wünschen wir Ihnen für morgen ganz viel Spaß, obwohl das ja vermutlich ein stressiger Tag für Sie wird. Muss man ja auch sagen, morgen um 7 Uhr wird, glaube ich, Michael Adel schon hier auf der Anlage sein. Um 9 Uhr geht es dann los mit den ersten Wettkämpfen. Um 23 Uhr startet der letzte. Es wird also ein richtiger Wettkampfmarathon. Und ich habe auch schon einen Blick in die Wetteraussichten geworfen. Es soll zumindest trocken bleiben, aber selbst wenn es regnet, ich glaube, das wäre den Athleten hier auch total egal. Die sind einfach nur heiß, dass es jetzt endlich wieder mit einem Wettkampf losgeht. Vielen Dank, Daniel. Dankeschön.